eine besondere Freude, in diese wunderschöne Stadt zu kommen und zu Ihnen über etwas zu sprechen, über ein Thema zu sprechen, bei dem ich mich nicht wirklich auskenne. Ich habe dieses Thema daher auch beschränkt auf etwas, wo ich mich auszukennen meine. Sie werden mir nachher vielleicht sagen, ob es so ist oder ob ich mich täusche, nämlich über Wert, Sinn und Zweck des Normativen zu sprechen. Das heißt, ich beschränke mich auf das Normative, das mein Milieu ist, in dem ich mich bewege. Ich bin kein Philosoph, ich habe aber tiefen Respekt vor dieser Profession und vor allen, die sich mit Begrifflichkeiten beschäftigen, die sich in ihrer Vielschichtigkeit und Implikation dem unmittelbaren Zugriff entziehen. Ein solcher Begriff dürfte die Willensfreiheit sein. Ich bin, wie Sie ja schon gehört haben, forensische Psychiaterin. Das ist übrigens ein toller Beruf, den kann ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie neugierig sind, neugierig auf andere. Menschen erschließen sich uns ja in der Kommunikation, in der Interaktion und im Narrativ ihrer Biografie. Und nirgends sonst dürfen sie so profund neugierig sein wie in der forensischen Psychiatrie. Und nirgendwo sonst dürfen sie in Bereiche hinein, in Erfahrungswelten hinein neugierig sein, die sich jedem von uns üblicherweise hoffentlich verschließen. Als forensischer Psychiater lernt man einiges. Das heißt, die Profession lehrt einen einiges. Sie lehrt einen, wie wesentlich das Selbstverständnis eines Menschen für seine Handlungen ist. Und sie lehrt einen auch, dass es ratsam ist, aus Erfahrungen zu lernen. Wenn wir jetzt versuchen, aus Erfahrungen zu lernen und dieses Lernen aus Erfahrung auf das aktuelle Thema umlegen, dann kommen wir nicht umhin, uns mit Cesare Lombroso zu befassen. Dieser sicher sehr verdienstvolle Mann hat im vorletzten Jahrhundert, weitgehend im vorletzten Jahrhundert, ein Buch veröffentlicht, das zur damaligen Zeit wegweisend war. Und zwar hat er L'uomo delinquente geschrieben, also der delinquente Mensch, und hat dort auf eine für ihn damals erfassbare und messbare Art Merkmale festgestellt, die den geborenen Verbrecher kennzeichnen. Ich habe Ihnen da ein paar Beispiele dieser Merkmalszuschreibungen herausgenommen. Da gab es alles Mögliche, von der fliehenden Stirn bis zu den abstehenden Ohren. Und aus der Summe dieser Merkmale hat er dann Verbrechertypen synthetisiert und war dadurch in der Lage, vermeintlich, glaubte er, und mit ihm viele andere auch, schon aus der optischen Erscheinung eines Menschen auf seinen Charakter und vor allem auf sein künftiges Verbrechertum zu schließen. Wir belächeln das heute ein bisschen. Ich möchte Sie warnen, das zu belächeln, weil nicht ganz Unähnliches machen wir aktuell und finden es gar nicht lächerlich. Heutzutage stehen wir alle ganz ergriffen vor bunten Bildern, die wir nicht verstehen, deswegen sind wir ja so ergriffen, weil wir sie nicht erklären können, weil sie sich anders als die abstehenden Ohren dem unmittelbaren Verständnis entziehen und lassen uns erzählen, dass aus diesem Bild, das Sie da rechts sehen, ganz klar ableitbar ist, dass es sich hier um einen Psychopathen handelt. Ich möchte Sie an dieser Stelle dringend warnen, sich nicht unbedingt erforderlichen Untersuchungen zu unterziehen, vor allem Hirnuntersuchungen. Es ist festgestellt worden, dass bei Untersuchungen 40% Zufallsbefunde im Hirn entdeckt wurden, die ohne jegliches Symptom einfach da sind. Und wenn Sie jetzt wissen, dass in Ihrem Hirn irgendwas von der Norm abweicht, dann beginnen Sie sich wahrscheinlich zu fürchten, ganz abgesehen davon, dass Sie auch entdecken könnten, dass Sie Psychopath sind, was Sie wahrscheinlich nicht wollen. Nur 8% dieser Zufallsbefunde sind faktisch relevant. Also 32% fürchten sich umsonst. Aber gut. Wir haben also jetzt Scans, die uns zu vermitteln meinen oder glauben, uns vermitteln zu können, mit einiger Sicherheit, dass es sich hier um eine ganz besondere Person handelt, aus der mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmtes Verhalten hervorgehen wird, wo man also bestimmtes Verhalten erwarten kann. Und der Gipfel dessen, was uns Angst machen sollte oder wovor man uns lehrt, Angst zu haben, ist also dieses Konstrukt der Psychopathie. Wir haben nun diese Bilder und wir glauben, aus diesen Bildern einiges ableiten zu können. Was wir da tun, möchte ich mit dem Begriff der Neuroautorität beschreiben und die ist ganz handfest wirksam. Wie wirksam die sein kann, wird dann evident, wenn das Gehirn, das solcher Art auffällige Gehirn, sozusagen vor Gericht steht. 2002 hat dann Herr Caspi in einer Studie einen Zusammenhang festgestellt zwischen einer MAO-A, also Enzym-Genvariante,
und der Aggression. Das hat er an 442 männlichen Probanden festgestellt, wobei interessant ist an dieser Studie, dass die Genvariante allein statistisch nicht signifikant mit einer erhöhten Aggression korreliert war. Die Genvariante in Verbindung mit frühkindlicher Misshandlung war statistisch signifikant mit erhöhter Aggressionsbereitschaft korreliert. Aber gut, das MAO-A-Gen war damit in der Welt und war gerichtsanhängig verwertbar und prompt geschah das auch. Es geschah genau genommen im März 2007 an einem italienischen Gericht. Da hat ein schon länger in Italien lebender Algerier, der von einem anderen wegen seiner Schminke verspottet wurde, diesen getötet. Und vor Gericht traten dann auf zwei Neurowissenschaftler und haben nachgewiesen, dass dieser arme Mann, der Algerier, nicht der Tote, eine MAO-A-Variante hatte, die ihn einfach aggressiver macht. Nach dem Motto, der hat ein Pech. Ne? Der hat ein Pech, der hat halt einfach dieses Gen, was soll er schon tun, musste er den Holter schlagen. Jetzt würden Sie meinen, naja, das ist jetzt irgendwie sehr hanebüchern. Auf den ersten Blick wirkt es ja auch so und vielleicht soll es auf den zweiten und dritten Blick so wirken. Vor Gericht ist es jedenfalls anders wahrgenommen worden. Man hat dem guten Algerier wegen dieser seiner MAO-A-Variante eine Strafminderung, eine Strafmilderung zugestanden. Es ist die Frage, ob wir mit dieser Neuroautorität vor Gericht leben wollen und ob das unserem kollektiven Verständnis von Gerechtigkeit entspricht. Es ist aber nicht nur die Frage, ob das unserem kollektiven Verständnis entspricht, es ist auch die Frage, ob das schlichtweg stimmt. Der Herr Michael Anderson hat in einer Meta-Analyse nachweisen können, und da hat er viele verschiedene Studien eine unendliche Fallzahl zusammengefasst, dass das Gehirn nur einen begrenzten Grad an Modularität aufweist. Das heißt, die Spezialisierung der gewissen Gehirnareale ist nur eine geringe. Es existiert kein einziges genetisches oder neuronales Merkmal, das psychisch Kranke verlässlich vom psychisch Gesunden unterscheidet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben kein einziges Merkmal, das uns verlässlich darauf hinweist, dass der krank und der gesund ist. Nicht im Bereich der Neurobiologie. Die nächste Fassung des DSM steht 2013 vermutlich an. Das ist das Diagnostical and Statistical Manual of Diseases, das von der WHO herausgegeben wird, in dem Krankheiten definiert, beschrieben und diagnostische Entitäten deskriptiv festgelegt werden. In diesem Manual wird in keinem einzigen Fall einer psychischen Erkrankung oder Störung ein neuronales oder genetisches Diagnosekriterium verwendet, schlichtweg deshalb, weil es zu unsicher ist, weil wir es nicht wissen. Ich denke, Neurowissenschaftler haben es bisher nicht wirklich geschafft, die forensischen Beurteilungsgrundlagen zu bereichern. Was wir immer so plakativ vorgetragen bekommen, sind Einzelfälle. Aus Einzelfällen, vor allem aus den Fallzahlen, die wir da hören. Jeder von uns kennt mittlerweile schon fast den Herrn Phineas Cage. So viel Ehre hätte sich der wahrscheinlich gar nicht erwartet. Es sind Einzelfälle, die wir da immer wieder präsentiert bekommen und aus denen kann man schlichtweg nicht auf das Gesamtkollektiv ableiten. Natürlich eröffnet das Strafrecht und der Bereich der strafrechtlichen Verantwortung den Hirnforschern ein attraktives Betätigungsfeld. Das ist schon klar. Man kann sich als Gutachter vor Gericht profilieren versuchen, aber die Frage ist nur, ob die Grundlage dafür ausreichend ist. Ich würde meinen, sie ist es nicht. Es existiert bis dato keine einzige Untersuchungsmethode, mit der anhand neurobiologischer Befunde der thematische Bedeutungsgehalt der messbaren Potenziale ableitbar oder aber das exakte Verhalten vorhersagbar wäre. Ich denke mal, ich gehe mit einem meiner verehrten Vorredner nicht ganz konform, wenn Ihnen der erklärt, Sie stellen sich vor den Spiegel und was Sie sehen, das sind Sie. Das stimmt natürlich bis zum gewissen Grad, aber ich glaube, Sie sehen keine Zwiebel. Sie müssen sich selbst aber vermutlich als Zwiebel vorstellen. Denn hinter jedem Ich, das wir messen und erfassen können, von den abstehenden Ohren bis zum PET-Scan, hinter jeder Schale dieses Ich lauert die nächste Schale und ich glaube, wir sind weit davon entfernt, je in den Kern vorzudrängen und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt hier schaffen werden. Hinter jedem Ich lauert ein neues Ich, hat Lüdersen gesagt und Biri hat es ja für mein Empfinden sehr zutreffend festgestellt, dass das Phänomen des freien Willens nicht mit neurobiologischen Methoden überprüfbar ist, weil diese den falschen Ort für dieses Phänomen darstellen. Was ich Ihnen jetzt sehr sage, ist sehr subjektiv und nicht messbar belegbar. Aber ich denke, dass die aktuell entbrannte Debatte um den freien Willen und vor allem die postulierten Auswirkungen für das Strafrecht
sich nahtlos einfügen in einen nachgerade unerschütterlichen Bedingtheitskatechismus, den man fast schon als Bedingtheitsdogma bezeichnen könnte, der ein allumfassendes Erklärungsbedürfnis beinhaltet. Und das wiederum scheint motiviert zu sein durch unsere Gier nach logischer Ableitbarkeit, nach einem zwingend unerfüllt bleiben müssenden Erfüllen, nach Neutralisieren von aversiven Erlebnissen und Erfahrungen durch Verstehen und nach Sicherheit durch Nachvollziehbarkeit. Wir leben in einer Zeit, die so sicher ist wie kaum eine zuvor. Seit über 60 Jahren hat es hier keinen Krieg gegeben. Wir können uns versichern gegen alles und jedes. Wir sind vom Staat abgesichert in alle möglichen Richtungen und Belange. Und dennoch beobachten wir, dass wir eine, man kann es fast nur mehr als Gier bezeichnen, nach Sicherheit entwickeln, die umso größer zu werden scheint, je sicherer unsere realen Bedingungen sind. Verstehen, nachvollziehen ist Teil dieses Sicherheitsbedürfnisses. Erklären müssen. Damit einher geht natürlich eine Entmystifizierung der Welt. Das heißt, alles, was Sie nicht messen können, wird dann irgendwie nicht mehr ausdrückbar und verliert an Relevanz. Sie können es nicht messen, warum Sie einen Sonnenuntergang schön finden. Sie können messen, dass Sie ihn schön finden, aber Sie können nicht messen, warum. Was wir aber mit diesem Messen tun, ist, dass wir die Conditio Humana technokratisieren und eine Ignoranz entwickeln für alles, was eben nicht oder noch nicht messbar ist. Das wiederum führt dazu, dass dieses unselige dualistische Bild von der Seele, die über den Wassern schwebt und dem Menschen in all seiner biologischen Niederlichkeit, dieser Dualismus sich dadurch nicht auflöst, sondern gewandelt wird in ein einfältiges, monochromes Bild der menschlichen Existenz. Wir sind nur mehr unsere Biologie. Natürlich sind wir nicht frei in dem Sinn, dass wir frei sind von unserem Hirn. Wir leben ja mit unserem Hirn. Und wenn wir es nicht täten, wäre es ein Unding. Und natürlich ist alles, was wir empfinden, zwingend in unserem Hirn in irgendeiner Form biologisch auch vorhanden. Aber das heißt nicht, dass der Umkehrschluss richtig sein muss. Diese Ausschlusskriterien der Verantwortlichkeit werden im Strafrecht und in der Forensik psychopathologisch definiert. Das heißt, wir definieren es nicht auf der Ebene irgendwelcher messbaren Potenziale oder irgendwelcher Aktivitätsniveaus. Wir definieren auf der Ebene dessen, wo ich Ihnen eingangs gesagt habe, dass wir einen Menschen wahrnehmen. Wir definieren auf der Ebene der Interaktion, des beobachtbaren Verhaltens, der Kommunikation und der Beobachtung. Und genau auf dieser Ebene bewegen wir uns in der Forensik und genau auf dieser Ebene arbeitet jemand, der einen anderen gutachterlich bewerten muss und bewerten muss, ob hier Schuldfähigkeit vorliegt. Schuld im Rechtssinn ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Konvention, die durch deterministische Erwägungen nicht erschüttert werden kann. Der Konsens ist ein anderer. Der innere Grund des Schuldvorwurfs besteht darin, dass der Mensch, so definiert das oberste deutsche Gericht, auf freie, verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt ist und daher auch befähigt ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden und daher auch sein Verhalten nach den Normen auszurichten und das rechtlich Verbotene zu meiden. Schuld ist konkret, Schuld ist tatbezogen, Schuld ist anlassbezogen. Verantwortung ist konkret, Verantwortung ist anlassbezogen, Verantwortung ist deliktbezogen. Gefährlichkeit, die man jemandem zuschreiben müsste, an dessen Hirn man irgendwelche Aktivierungsmuster entdeckt. Gefährlichkeit ist ein allgemeines Konstrukt, das man diesem Hirn und daher diesem Menschen zuschreibt. Gefährlichkeit ist personenbezogen. Gefährlichkeit in dieser personenbezogenen Zuschreibung stigmatisiert jemand dauerhaft. Es ist die Frage, ob wir uns einen Gefallen tun und ob wir dem ersten Artikel der deutschen Bundesverfassung mit der gleichen Würde und der gleichen Rechte aller gerecht werden können, wenn wir Strafe, deliktbezogene Strafe, ersetzen durch die allgemein gehaltene Zuschreibung der Gefährlichkeit. Wenn sich also eine ganze Reihe von vermeintlich ungefährlichen Gehirnen durch Wegsperren schützt vor den gefährlicheren Gehirnen und vor solchen, die durch diverse bildgebende Verfahren als gefährlichere Gehirne definiert worden sind. Das sollte man mal überlegen.
Die Geschichte der Schuldunfähigkeit beginnt schon sehr früh. Das heißt, diese Wahrnehmung, dass es Menschen gibt, denen eben dieses Vermögen nicht zuzuschreiben ist, diese Unterscheidungen zu treffen und gemäß der Unterscheidung zu handeln, die gibt schon bei Aristoteles. Schon Aristoteles hat Straffreiheit gefordert für Wahnkranke und desorientierte Täter. Man findet es auch im römischen Recht. Das römische Recht war sehr pragmatisch und ist die Grundlage vieler unserer heute noch gültigen Rechtsgrundlagen. Im römischen Recht hat man gesagt, die Furiosi, die Menticapti, die Dementes, sind schuldfrei. Sie handeln nicht schuldhaft und außerdem sind sie durch die Erkrankung eh schon bestraft genug. Diese Schuldunfähigkeit oder dieses Konzept der Schuldunfähigkeit hat sich dann weiter tradiert und ist jetzt nicht ein Konzept unserer heutigen Zeit. In der Renaissance hat der Arzt Paolo Zacchia dann gefordert, dass man Ärzte über die krankheitsbedingte Schuldunfähigkeit entscheiden lassen solle. Also auch die Geschichte der Forensik ist eine sehr alte, wenn man so will. Und wurde in weiterer Folge immer, wie ich Ihnen gesagt habe, auf der phänomenologischen Ebene abgehandelt. Aktuell wird die Schuldunfähigkeit, wie Sie heute schon gehört haben, deshalb werde ich das relativ kurz halten, in § 20 des Strafgesetzes definiert, wobei festgehalten wird, dass eben schuldhaft ohne Schuld handelt, wer zum Zeitpunkt der Tat nicht fähig war, die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht zu treffen oder sich nach dieser Unterscheidung zu verhalten. Danach richten sich auch die Schritte des gutachterlichen Vorgehens, das heißt, man begutachtet auf der beobachtbaren Ebene, auf der Ebene des Verhaltens, auf der Ebene der Interaktion, man isoliert dort Symptome, synthetisiert diese Symptome im Idealfall so vorhanden zu einem Syndrom, addiert dann dazu sozusagen das Narrativ der Biografie, die Vorgeschichte, Zusatzbefunde, falls vorhanden, testpsychologische Befunde und erstellt aus dem Gesamten dann eine medizinisch-psychiatrische Diagnose, die man dann wieder einer juristischen Kategorie zuordnet. In diesem schrittweisen Vorgehen erfolgt aktuell, und ich denke mir, es gibt gute Gründe, das beizubehalten und wenig gute Gründe, das zu verlassen, die Begutachtung der Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit. Musik